Guten Abend, gute Nacht, heute am Ende des Sonnabends, Sonnabend, dem 19. November 2022. Heute war unsere Die Schöne und das Biest Premiere, 15 Uhr in der neuen Bühne in Senftenberg. Alles gut gegangen? Alles gut gegangen, die Leute waren froh und begeistert. Und jetzt kann ich euch ja verraten, warum ich auf der anderen Seite des Tisches sitze seit 3 Tagen. Hier ist nämlich die Heizung. Ich glaube, die Momo ist jetzt deswegen hierher mir gefolgt, weil sie sich die Wärme von meinem Schoß holt. So wie auf der anderen Seite auch. Aber die Heizung ist noch so ein bisschen ein Bonus, weil sie liegt auch gerne vor dem Kamin, wenn das Feuer da drin knistert und es alles schön warm ist. Und die Heizung ist aber jetzt an, weil wenn ich nicht zu Hause bin, ist die Heizung natürlich nicht an. Und ich kann die gerade auch nur an- und ausschalten, wenn irgendwas mit der Heizung ist, obwohl sie in Ordnung war. Aber bei der jährlichen Überprüfung hat der Motor festgestellt, ach, die geht eigentlich doch nicht. Es gibt Rätsel über Rätsel. Aber jetzt heizt sie und das ist natürlich schön. Und dann ist das Gedichtelesen noch schöner an einer warmen Heizung. Es gibt heute wieder ein Gedicht aus der kleinen Sammlung Antenne von Serhii Shadan aus der Ukraine, aus Charkiw. Und dieses Gedicht hat auch wieder ein bisschen was mit Winter zu tun und überhaupt aber auch mit unserer allgemeinen Situation. Und es ist ja so komisch, dass so abrupt, zwar mit Ansage, der Winter gekommen ist. Und es ist wirklich hundekalt, es sind irgendwie -5 oder noch mehr Grad da draußen. Das ist jetzt im Vergleich zur Antarktis nicht so viel, aber für uns so mit Ansage im Vergleich zu vor 3 Tagen schon ganz schön viel. Jedenfalls das Gedicht von Serhii Shadan geht so. Ich weiß, wie schwer es für euch alle ist. Wie trostlos der smaragdgrüne Winterkosmos scheint, wie schutzlos, wie einsam ihr euch fühlt und wie sehr euch vor allem die stören, die eure Seelen heilen wollen. Ach, diese traurige, traurige Welt der erwachsenen, einsamen Menschen. Nichts lässt sich in Ordnung bringen, nichts lässt sich raten. Keiner lässt sich aus der Schlinge ziehen und wiederbeleben. Es lässt sich höchstens darüber schreiben. Es lässt sich Literatur daraus machen. Ehe ich also deine Existenz leugne, Herr, ehe ich mit schwefliger Skepsis deine Himmel entzünde, ehe ich deine spärlichen Gaben brüstk zurückweise, will ich dir für die Reimlexika danken. Ich danke dir, dass man in dieser Welt der Prinzipienfesten und Entschlossenen, derer, die sich selbst in eine Falle treiben, nur um sich später die Hinterpfote abzubeißen, vor Empörung wütend aufzuheulen, in der Welt all jener, die immer etwas zu sagen haben, die niemals schweigen können, wenigstens reimen kann, damit dann eben diese Reime kritisiert werden können. Ja. Und wenn man so gut schreiben kann wie Serhii Shadan, auch die Übersetzung aus dem Ukrainischen, aus dem Russischen, finde ich sehr, sehr gut, dann ist es natürlich noch besser. Dann kann man diese Zusammenhänge ebenso schön aufschreiben. Jetzt ist schon Sonntag und ich freue mich, dass wir uns an diesem Sonntag wieder hören und sehen, wenn ihr wollt. Oder, Momo? Du bist hier schon fast eingeschlafen, obwohl es eigentlich gar nicht zum Einschlafen war. Aber wahrscheinlich hast du genau zugehört. Bis morgen.